Jeder hat sie. Jeder nutzt sie. Sie dienen uns ein Leben lang. Die Muskeln. Ihr tatsächliches Können und ihre vielfältigen Fähigkeiten werden aber erst jetzt entdeckt. Weltweit beweisen immer mehr Forscher, Muskeltraining macht nicht nur schön und fit, sondern auch gesund. Wer seine Muskulatur gezielt trainiert, der impft quasi seinen Körper. Besser als ein Arzt es tun könnte, schafft es die Muskulatur, denn sie nimmt in ungeahnter Art und Weise Einfluss. Wissenschaftlich lässt sich das durchaus nachweisen, dass die Muskulatur nicht nur Befehlsempfänger ist, sondern dass sie selbst gezielt Einfluss nimmt auf chemische Vorgänge im gesamten Körper. Es gibt kein Medikament und keine andere Maßnahme, die auch nur annähernd die Wirkungsbreite hat, die das Muskeltraining zeigt. Denn trainierte Muskeln senden Botenstoffe aus, die ihre Botschaften von einer Zelle zur nächsten tragen. Auf diese Weise können sie unter anderem unser Abwehrsystem informieren. Die Botenstoffe reisen mit dem Blut in andere Organe. Sie regen sie an und sorgen dafür, dass diese ihre Zucker- oder Fettreserven zur Verfügung stellen. Wissenschaftler konnten mittlerweile nachweisen, dass man mit gezieltem Muskeltraining das Risiko von Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Problemen, Brust- und Darmkrebs und Demenz deutlich senken kann. Zudem ist der Nachweis gelungen, dass bei Tumorpatienten auch in der Nachsorge Krafttraining mit Erfolg eingesetzt werden kann. Insbesondere profitieren hier die Patienten, die an einem krankheitsbedingten Muskelabbau leiden. Auch heute noch raten viele Mediziner ihren Patienten, einfach mal wieder im Wald joggen zu gehen. Joggen oder Walken reichen nicht aus, um die Muskulatur gezielt und umfassend aufzubauen. Zielgruppenspezifisches Muskeltraining ist dazu notwendig. Dies kann am besten in einem Fitnessstudio unter qualifizierter Betreuung erfolgen. Ein weiterer, weit verbreiteter Irrglaube ist es, dass man nur durch Ausdauertraining Fett abbauen kann. Natürlich ist sportliche Betätigung immer gesund, aber wer Fett effektiv abbauen will, der benötigt dazu Muskeln. Das Schöne dabei ist, Muskeln tragen doppelt zum Fettabbau bei. Zum einen verbraucht arbeitende Muskulatur Energie, zum anderen bringen ihre Botenstoffe Fettpolster zum Schmelzen, sogar direkt über dem aktiven Gewebe. Auf der anderen Seite verbraucht mehr Muskulatur auch in Ruhephasen mehr Energie. Und das 24 Stunden am Tag. Und noch ein wichtiges Argument für das Muskeltraining. Gut trainierte Muskulatur ist unser wichtigster Schutzfaktor gegen das Pflegeheim. Ohne Muskeltraining verliert der Mensch im Verlauf seines Lebens über ein Drittel seiner Muskulatur und Kraft. Die gute Nachricht aber lautet, auch im hohen Alter sind Muskeln trainierbar. Um genügend Muskeln aufzubauen, reicht es vollkommen aus, nur zweimal pro Woche etwas dafür zu tun. Und trainierte Muskeln sind ein bisher vollkommen unterschätzter Jungbrunnen. Wer trainiert, kann mit 70 muskulär fitter sein als 30-Jährige, die keinen Sport betreiben. Abnehmen, fit bleiben, gesund sein. Die Muskeln sind ein Wunderwerk der Natur. Nutzen Sie sie.